Ja, hallöchen, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge vom K-Mechanik-Simulator. Ich begrüße euch wieder, bin wieder da mit meiner Fressecam. So, ich habe da mein Kampagnenauto, da muss ich weiter jetzt einmal herumschrauben, wauben. Die Wasserpumpe ist kaputt, die kann ich rausgeben. So, schauen wir mal. Okay, dann haben wir die Zahnriemenabdeckung, gebe ich mal runter. Ja, es wird fleißig weitergeschraubt. Riemenspanner kann ich raus. Der ist komplett hinüber. Dann kann ich den Zahnriemen. Ich schau mal, ob der gut ist. Na, Zahnriemen ist kaputt. Nö, den Zahnriemen. Zack. So, warte mal kurz, abmachen. Nockenwellenrad ist auch kaputt. Kann ich auf jeden Fall runtergeben. Da ist ja alles kaputt, Leute. Alles hinüber. So, die Zündkerzen können... Die Zündkerzen... Einmal. Zweimal, dreimal, viermal. Weil die sind nämlich alle kaputt, Leute, die Zündkerzen. Zündkerzen, die ist auch kaputt. Die sind alle kaputte Zündkerzen. Da ist ja alles kaputt bei dem Wagen hier. Leute, das ist ein Wahnsinn. Servopumpe, ist die eigentlich noch gut, die Servopumpe? Schaut so aus. So, dann kaufe ich mal ein. Ich kaufe mal ein, Leute. Boah, das wird jetzt viel. Leute. So, boah, Anlasser. Okay, den Anlasser, den haben wir da drüben. Elektronik, okay. Anlasser. Den kann ich ja mal abschreiben. Lichtmaschine. Ja, Lichtmaschine. Was haben wir da noch bei den Elektronik-Shop? Wasserpumpe? Nö, Wasserpumpe ist drüben. Ich glaube, der Rest ist nur... ich habe meine Kamera gerade bewegt, weil ich meine Maus da... Mein Kaffee ist alle. Leute, ich habe keinen Kaffee mehr. Ersatzteile. So. Der Zündkabelsatz ist wieder da. Wasserpumpe nehme ich einmal. So, die Wasserpumpe. Dann Keilriemen. Dann den Keilriemen. Dann haben wir Umlenkrolle Typ A. Dann Zündkerzen sind drüben. Zahnriemen. Kraftstofffilter, den brauche ich auch. Kühler. Dann haben wir den Riemenspanner. Nockenwellenrad. Zündkerze haben wir drüben und Zündkabelsatz haben wir auch drüben bei den Elektronik-Sachen. Zündkerzen 4 Stück. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. 4 Stück Zündkerzen und Zündkabelsatz. Ja, so da. Gut. Somit habe ich das meiste. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles erreicht habe. So, alles ansetzen. So, zum Bleistift. Wir haben hier einmal ja, den Kraftstofffilter, den neuen. Rauf mit dir. So, Leute. Nockenwellenrad haben wir da. Den kann ich ranbringen. Zahnriemen. Dann haben wir Riemenspanner neu. Dann haben wir mal Zahnriemenabdeckung, die habe ich ja nicht neu gebraucht. Kurbelwellen, Riemenscheibe, rauf mit dir. Du Sack! Ja, Kühler kann ich auch gleich anbringen. Lichtmaschine neu, die Wasserpumpe auf jeden Fall einmal. Hey, Leute. So, Lichtmaschine. Dann haben wir da Keilriemen.
Dann haben wir die Umlenkrolle. War die kaputt, die Umlenkrolle? Ja, die war kaputt, genau. Ja. So, die da. Da haben wir den Keilriemen, der ist auch neu, den können wir da rangeben. So, haben wir da jetzt alles? Den Anlasser da mal anmachen. Dann aber die ganzen Zündkerzen, genau. Alle Zündkerzen rein. Ah, Leute, die waren alle kaputt, Leute. So, dann haben wir den Zündkabelsatz. So, was haben wir dann noch? Die ganzen Nockenwellen, Lagerdeckel rauf. Es ist gar nicht so einfach, Leute, echt. Da muss man wirklich mit Köpfchen arbeiten, oder? Und nicht mit meinem Kopf. Ha, Leute! Es ist einfach so. Wahnsinn. So, zack, zack. So, der ist auch drauf. Passt. Dann haben wir den Ventildeckel. Ich hoffe, ich muss da nicht nochmal alles irgendwie auseinandernehmen, weil ich irgendwas vergessen habe oder so. Ah, da haben wir Kraftstofffilter, habe ich schon. So, da habe ich den Kraftstoffverteiler, der war eh okay. So, ist ja auch nicht alles fertig. Schauen wir mal beim Motor, ob alles eigentlich okay ist oder ob ich da irgendwas vergessen habe. So, ja. Dann schauen wir mal. So. Kupplungsscheibe. Nö. Kraftstoffpumpe. Also den Kraftstofffilter habe ich, Keilriemen. Den Keilriemen. Ausrücklager. Kraftstoffpumpe ist, glaube ich, hinten. Kühler Typ C habe ich schon. Lichtmaschine, Nockenwellenrad, Ölfilter brauche ich nicht mehr. Relais. Das kann ich auch alles weggeben. So, Relais Typ B. Ah, verstehe. Wir haben Relais Typ A und Relais Typ B. Das ist ja, Leute. Das ist beim Sicherungskasten, Leute. Relais Typ B und Relais Typ A auseinandernehmen. So, und Relais Typ A. Zack, passt! So, dann werde ich das einmal einkaufen. Passt, super. Und reingeben hier. Ja. Relais Typ A. Zack. Und Relais Typ B. Haben wir das auch. Passt. Ja. Gut. Dann haben wir das einmal. Sicherungskasten ist auch fertig. Relais Typ A ist fertig. Relais Typ B. Auf der Seite bin ich komplett durch. Jetzt brauche ich nur noch Kupplungsscheibe. Kupplungsscheibe. Und Kraftstoffpumpe. Und Ausrücklager. Machen wir mal die Kraftstoffpumpe, weil ich glaube, die ist hinten. Ah, muss das Auto in die Höhe geben. Ich glaube nämlich, die Kraftstoffpumpe ist wirklich hinten, Leute. Ja. Gut, das ist aber auch in der Aufnahmesession jetzt die letzte Folge. So, was haben wir da eigentlich? Wo ist denn da jetzt die Kraftstoff? Ich glaube, die ist sogar... Ah, den brauche ich gar nicht drauf geben. Die müsste normalerweise... Kraftstoffpumpe. Ist die vorne oder was? Was haben wir da hinten eigentlich?
Anlasser haben wir. Was haben wir da eigentlich drin? Leute, ich glaube, ich brauchte, muss da nämlich das Getriebe auch ausbauen. Weil da ist was blau. Hier hinten ist die Kraftstoffpumpe, genau. Dachte ich mir ja, dass die hinten ist. Kraftstoffpumpe. Gut, dann muss ich das wirklich in die Höhe heben. Kraftstoffpumpe. So, wo soll das sein? Ja, da ist sie ja. So! Kraftstoffpumpe brauche ich. Die muss ich jetzt entfernen. So, kaufe ich mal die Kraftstoffpumpe. Okay. Die ist bei Ersatzteile. So. Kraftstoffpumpe reingeben. So, neue rein, passt. Gut, haben wir die Kraftstoffpumpe auch. Wo haben wir die Kraftstoffpumpe? Hier. So, Kupplungsscheibe und Ausrücklager. Sonst die Aufgaben, ja, den ganzen Flüssigkeiten. Kupplungsscheibe. Kupplungsscheibe, Kupplungsscheibe. Kupplungsscheibe. Die wird da drüben sein, ja. Beim Getriebe. Kardanwelle raus. Leute, ja! Wahnsinn! Da drüben sind auch Schrauben. Leute, denkt mal, warum geht das nicht weg? So, Getriebe. Anlasser, ich muss den Anlasser raus wieder. Damit ich an die Ding komme. Ja, Getriebe raus. Ja! Ja, da ist die Kupplungsscheibe, schätze ich mal. Da versteckt sich die Kupplungsscheibe. Kupplungsscheibe, zack. Die muss raus, was ist das da? Ausrücklager. Kupplungsdruckplatte. Ja, sprühen auch noch. Wahnsinn. Also in dieser Aufnahmesession läuft es wirklich richtig gut. Ohne lange Suche und so. So, Kupplungsscheibe raus. Passt. So, Kupplungsscheibe. Nehmen wir mal eine. Und Ausrücklager. Passt. So. Gut, dann werden wir mal die Kupplungsscheibe rauf. Kupplungsdruckplatte wieder raufgeben. Dann Ausrücklager. Habe ich auch neu gekauft. So, Getriebe rauf. Passt! Tja. So ist das nun mal. So, dann kann ich den Anlasser wieder rauf. Passt, Leute. Kardanwelle wieder raufgeben. Da muss es genau treffen hier. Super, passt, Leute. Da fertig, ja. Wir sind da auch fertig. Also da haben wir alles beim Motor geschafft. Und jetzt kann ich alles nachfüllen. Das ist ja toll, Leute. Jawohl. Wir müssen schnell. Fertig sind wir noch nicht. So.
Okay, dann würde ich einmal sagen, Bremskraftverstärker. Muss ich das alte eigentlich ablassen auch? Ja. Bremsflüssigkeit wechseln, Kühlmittelflüssigkeit, Servolenkflüssigkeit. Okay. Ja. So, da lasse ich das einmal ab. Bremskraftverstärker. Neues reinfüllen. Ah, muss ich das erst immer auf Minus klicken. So, dann füllen wir auch mal nach, Leute. Ja. So, fertig. Dann würde ich ja mal sagen, Servo, muss ich Servo eigentlich auch machen? Servo, ja. Servo. Ablassen einmal. Brauche ich ja normalerweise gar nicht ablassen, oder? Ist der gestartet? Ja, keine Ahnung. Wischwasserflüssigkeit nachfüllen. Zack. Mal das einmal. Servolenkflüssigkeit. Kühlmittelflüssigkeit. Das alte abfüllen. Was? Das alte ablassen. Kühlmittel. Hier. Wischwasserbehälter. Kühler. Ja. Ja, da haben wir ja nichts zum Ablassen, Leute. Habe ich erst gewechselt. Wo ich die Strafe gezahlt habe, genau. Leute. Kühlmittelflüssigkeit, Wischwasser auffüllen hier. So, zack. Fertig. So, und jetzt, Leute. Ja, Leute, das Auto ist fertig. Wischwasser, Wischerflüssigkeit nachfüllen. Haha! Zack, super, geschafft! Ich hoffe, ich habe alle Teile richtig rangemacht. Zack, fertig. Also das Auto ist eigentlich ready. Habe ich alles? 2500? Ja, ich habe alles. Leute! Das Auto ist fertig. 7600 Dollar. Ah, Credits habe ich jetzt. Na, das ist toll. Ja, und lange dauert es nicht mehr. Ich bin Level 7. Finde ich cool, Leute. 7,6000. Also wir haben den nächsten großen Kampagnenauftrag hinter uns. Das finde ich ja toll. Holen wir uns noch einen Wagen, oder nicht? Hm. Die Bremseinrichtung muss repariert werden und sonstige Aufgaben. Nehme ich mal diesen Emden-Jager. Hä? Keine Ahnung. Was das für ein Auto sein soll. Wow, das ist aber gar nicht schlecht. Emden, das schaut irgendwie aus wie so ein Golf. Irgendwie schaut aus wie ein Golf. Schaut sehr schön aus. Ich mag die Farbe blau auch eigentlich gerne. Cool, oder? So, was hat denn der alles? Alles gefunden auf jeden Fall. Die ganzen Bremsen und die Kühlmittel. Okay, also die Kühlmittel, sage ich. Ganzen Flüssigkeiten, ne? So. Gut. Also. Bremsen. Alle Bremsen habe ich. Ah, ich kann eigentlich. So, alles hier verkaufen. Ich habe eine Kiste, Leute. Kiste öffne ich. Kisten öffnen auch einmal wieder. Welche nehmen wir? Nehmen wir die vorletzte. Bonus Shining-Karte. Und die zweite nehmen wir. 300 Credits. Super. Wahnsinn. So, Scheunenkarte benutze ich. Akzeptieren. Gut. Dann Teil verkaufen. Das kann man alles verkaufen, Leute. Kriege ich ja einiges an Geld. Nockenwellenrad. Das ist alles zu extrem kaputt, Leute. Ich weiß jetzt ehrlich überhaupt nicht, was man alles reparieren kann, was nicht.
Ah, da habe ich jetzt was verkauft, was noch gar nicht so schlecht war. Wasserpumpe. Gummilagerbuchse lasse ich mir, die große. Die dürfte noch gut sein. Bremssattel, die ganzen Hydroaggregate kann ich alles nicht mehr nehmen. So, und da drüben aufpassen. Da, Leute! Achsschenkel haben wir zum Beispiel hier. Dann kann ich das verkaufen. Super, Leute. Ja, 8.269 Dollar habe ich. Da könnte ich schon langsam anfangen, an meinem Auto zu schrauben, Leute. Das wäre auch wirklich toll. Gut. Aber dann lasse ich, glaube ich, das die Folge ebenfalls. Leute, dann werde ich dieses Auto beim nächsten Mal fertig machen. Ja, haben wir wieder einen Auftrag. Wir haben 8.269 Credits. Und Stufe 6 haben wir jetzt aber mal erreicht. Kann ich irgendwas machen oder so? Nö, wahrscheinlich eh nicht. Ich habe einen Kompetenzpunkt nur. Ja. Ich überlege mir auch, ob ich mir nicht jetzt irgendwie was zulege. Autowäsche zum Beispiel oder 10.000, die zweite Hebebühne. Wiederverwertung. Ein Container hinter der Werkstatt ermöglicht die Wiederverwertung und Aufwertung von Teilen. Etwas haben wir da? Anforderungen. Ja, das ist die Werkstattserweiterung. Lackiererei und Dino-Prüfstand. Okay, nö. Was haben wir da? Schweißgerät, Ladegerät. Erweitert eine zusätzliche Werkzeug um ein Ladegerät. Ermöglicht das Laden von Autobatterien, okay? Reifenprofilmessgerät. Fenstertönungstoolkit, okay. Gut, aber da mache ich jetzt dabei noch nichts. Ich mache noch zwei, drei Aufträge oder so und dann noch einen Kampagnenauftrag, keine Ahnung. Und dann werden wir weiterschauen. Aber das, Entschuldigung. Das und mehr in der nächsten Folge, ihr Lieben. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Du schaust ebenfalls, wie sehr ich mich hier abmühe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Kamechanik-Simulator. Danke fürs Zuschauen. Game over und ciao.